Und wir sind zurück zum Minecraft. Jetzt muss ich schnell hier ein Haus bauen. Falls man das Haus nennen kann. Zack, 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 zack. Na toll, kein Stein mehr hier. Zack, zack, zack. Hier, 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 hier. Hier, 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 hier. Toll. Wieder verbaut hier. Bett, Fackel, weg, schlafen. Decken haben. Nein, Decke habe ich nicht eingezogen. Wurscht, man braucht schon eine Decke. Mob hier. So, jetzt will ich hier wieder hoch. Diese Richtung wollte ich, glaube ich, gehen, oder? Ja, genau, aber hier hinterbei ist die Schlucht. Ich höre Lava oder sowas. Ich höre nicht das ständig. Oh. Da springe ich nicht runter. Das ist ja geil hier. Hier haben wir ab da. Voller Teich mit einer Wüste. Sieht richtig geil aus. Gefällt mir diese Gegend. So, hier lang. Also die Wüste ist doch größer, als was wir angenommen haben. Ist es eigentlich noch immer so, wenn sich die Kakteen nebeneinander berühren, dass einer davon verschwindet? Also hier habe ich jetzt drei trotzdem. Da noch einer. Wir haben ein zerbrochenes Herz. Und das Schimm. Lava! Blub, blub. Und eine Höhle. Hier ist eine schöne Ebene. Hier waren wir, glaube ich, davor, oder? Waren wir da auf dem Hügel oben? Kann das sein? Will zumindest so in etwa aussehen. Dort ist das Wasser. Könnte sein, dass wir dort waren. Und da hinten zieht sich die Wüste weiter. Wieder Lava. Irgendwo unter uns. Chup, chup, chup. Soll ich in die Lava mal springen? Nee, tue ich nicht. Bin doch nicht verrückt. In die nächste Ecke fliege ich in die Lava rein. Zack. Haha, hier lacht ich tot. Das würde euch wieder gefallen, was? Lappen. Fliege in die Lava rein. Nicht mal vor 3 Sekunden sagte er, er springt nicht rein. Wo wir hier ein Dorf finden, das ist die andere Frage. Eine Wüste anscheinend mal nicht. Weiß nicht, habe ich sie inzwischen ganz umrundet? Überhaupt keinen Dunst hier jetzt davon. Aber vermutlich nicht, wir sind ziemlich weit gegangen inzwischen.
Davon bekommt mir gerade nichts bekannt vor. Zuckerrohr. Nehmen wir alles mit natürlich. Sie könnten noch Kamele einführen, die was in der Wüste leben. Warum haben Sie eigentlich an die nicht gedacht? Hier ist auch schon ein Lava drunter. Hier geht die Wüste weiter anscheinend. Ja. Ist ja cool, ist so eine Art Insel. So eine Landspitze. Kann überhaupt nichts ausmachen. Ob hier irgendwo eine Wüste wäre oder nicht. Ah, Wüste ist eigentlich ein Dorf. Zumindest war ich richtig, dass die Wüste ziemlich groß ist. Ich habe noch nie eine kleine Wüste auch entdeckt. Wenn eine Wüste ist, dann ist die immer riesengroß. Ah, jetzt fällt mir ein, ich habe Minecraft gar nicht mehr gestartet. Und jetzt inzwischen klappt das wieder ohne Probleme. Toll, wenn man von Teufel spricht. Ach komm schon, was soll denn der Scheiß jetzt? Ganz einfach wandern wir hier ohne Probleme. Was ist das für ein Bullshit? Ich bin in Ruhe. Hab nichts getan. Waren wir auf dem Berg da hinten schon? Also ich finde meistens die Dörfer in der Wüste, nicht auf der Landebene. Gucken wir da mal hoch. Natürlich in jedes Loch reingucken. Muss man, weiß man. Kann ja was dran sein, was gefährlich ist. Was Spannendes. Keine Überraschung. Spielzeug. Okay, da waren wir schon. Da ist eine Schlafstätte von uns. Wir haben es definitiv umrundet. Das ist Öl. Das ist auch Öl. Wenn wir es umrundet haben, wo ist denn eigentlich der Tempel jetzt? Das ist echt komisch. Aber ich denke, wir gehen mal wieder nach Hause. So, hier geht's auf Plus. Hier geht's auch auf Plus. Okay, dann gehen wir in diese Seite. So, haben wir hier auch Plus. Und hier bleibt es gleich. Okay, dann hier Minus. Und da haben wir auch Minus, okay. Und torkeln wir hier mal lang. Vielleicht finden wir noch was Spannendes. Achso, nee, hier bleibt es auch gleich. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang, oder was? Stimmt diese Richtung? Genau, Minus. Hier bleibt es in etwa gleich. Kann das sein? Ja.
Okay, jetzt müssen wir hier den Rektor mal geradeaus. Dann machen wir das mal, dass wir wieder nach Hause kommen. In unsere geliebte Heimat. Doofe Wüste, gibt's ja nichts zu holen. Hier ist auch Öl. Überall Öl. Außer Öl gibt's hier nichts. Die Sonne geht schon wieder unter. Oh! Was tut weh? Tja, wir müssen unser Haus bauen. Dann werde ich hier gleich mal markieren, in welche Richtung. Zack, hier müssen so lang. So, eins, zwei hoch reicht, oder? Ja. Zack, 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 zack. Haben wir drei, okay. Unser Bett liegt dort. Irgendwo in einer anderen Städte. Verdammt. Jetzt haben wir echt den Arsch offen. Haben wir jetzt echt ein Problem. Hier, 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 hier. Eine Lava. Wo ist das der Tempel? Das ist der Tempel vermutlich. Was da vorne steht. Jetzt müssen wir eine ganze Nacht überleben hier. Vorne ist schon ein Mob. Den ich jetzt haben will. In irgendeinem dämlichen Haus steht unser Bett. Und so liegt unser Bett. Ein paar Fackeln aufstellen. Hier komme ich eh nicht raus. Bogenschützen werden natürlich nicht nett werden. Vorne ist ein Enderman. Wo ist eine Spinne? Dach habe ich drin, okay. Kann sich zumindest nicht zu mir reinporten. Na, komm her. Ist da vorne ein Creeper? Creeper sind natürlich jetzt die gefährlichsten, weil die sprengen mir hier die ganze Hütte weg.
Oh, meine kleine Festung. Wo ist der Mond? Mond? Hallo, der Mond. Schöner Mond. Hinter dem der Mond sieht man nicht. Die Decke. Es ist jetzt doof. Gucken, wann der erste Mob ankommt hier. Ah, es wird dann durchlaufen lustig werden. Ha. Und die Monster überall rumstehen. Haben wir wenigstens mal Action hier. Voll die Action. Wir müssen noch 500 Blöcke laufen. In etwa. 600 sogar. Ah, es wird nicht schön werden, Leute. Nicht wirklich. Nächstes Mal stecke ich mir ein Zweitbett mit ein. Ich kann nicht mal was trinken, weil ich gerade nichts mehr hier habe. Ja. Lest ihr eigentlich Bücher, Leute? Und wenn, was für Bücher? Welche Autoren sind eure Lieblingsautoren? Und was für Bücher generell lest ihr, wenn ihr lest? Wenn ihr lesen könnt. Weil ich kann es nicht, deswegen frage ich euch. Oben steht ein Creeper. Hau ja ab. Nein, du siehst mich nicht. Nein, du siehst. Du hast dich weggeportet. Ein portender Creeper. Ich hätte mir einfach der Laber hier einen Block aufstellen sollen oder so rundherum und zack. Drauf. Hätte keiner her können. Kein Creeper. Ich hätte mich auch einfach unterirdisch nach Hause buddeln können. Aber irgendwann wäre mir wahrscheinlich die fucking ausgegangen. Soll ich es riskieren, einfach so durchlaufen? Nee, ich hätte dann die Monsterscherden komplett. Ich hätte alles hinter mir. Teilweise könnte ich sie natürlich zerlegen, aber. Ich habe mir zwar eine feine Ausrüstung und eine Ersatzausrüstung, Brust und Stiefeln, aber wir haben kein Ersatzschwert. Jetzt einmal endlich wieder hell vielleicht. Ist nicht hier der dämliche Mond? Gibt's hier? Ah, hier ist der Mond. Willst du mir aber nicht sagen, dass du gerade erst aufgehst, oder? Vermutlich. Geht dir gerade auf. Nee, der geht unter. Das ist gut. Wir haben es gleich geschafft. Wenn es hell ist, können wir losgehen. Und dann verbrennen die Skelette und Zombies. Dann bleiben uns nur noch Creeper. Spinnen. Oh, Vogelgezwitscher. So, wie lange nehmen wir auf? 20 Minuten. Das heißt, in der nächsten Folge gehen wir voll ab nach Hause. Eben bei ein paar Spinnen schnetzeln und Creeper zerlegen. Ich stelle mir gerade vor, dass da hinten mein Sohn auf.
Hallo? Frage, können wir jetzt schon losgehen oder? Ja, die Sonne steht oben. So, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann!